Und somit willkommen, Freunde der Gänsehaut. Es kann weitergehen. Wir sind jetzt in Level 3. Befinden uns jetzt so ein bisschen weiter oberhalb. Wir sehen auch schon ein bisschen Licht. Wir kamen ja von ganz unten. Und sind jetzt aber immer noch in den Katakomben. Und ich hoffe, dass wir jetzt langsam aus dem Gebäude rausfinden. Ich möchte dann nämlich die anderen Kapitel spielen. Und ich hoffe, die befinden sich so ein bisschen weiter außerhalb. Oh, irgendwas schleicht da wieder um uns herum. Ja. Sagt er auch. Er glaubt, irgendwas ist hier in der Dunkelheit. Das vermute ich aber auch mal. Oh Mann, ey. Man hat echt Schiss, sich so ein bisschen zu bewegen. Aber man denkt, irgendwas verfolgt einen. Okay, jetzt geht's Treppen erstmal hoch. Das ist gut. Das heißt, es geht weiter nach oben. Einmal über die Tonne gehüpft. Okay, jetzt sind wir einmal eine Tonne mit dem Schloss. Hier ist wieder eine Notiz vom Wissenschaftler. Okay, es geht auf jeden Fall links lang, rechts auch. Aber wir versuchen es erstmal links. Weil rechts steht ja der Baum. Ja, das hat geklappt, das war gut. Okay, hier geht es wahrscheinlich nicht durch. Da oben. Da habe ich mir schon gedacht, weil hier stehen nämlich die Kisten. Zack. Zack. Ja, so ein bisschen Jump-and-Run-Einlage kann ja nicht schaden. So, jetzt muss man natürlich hier aufpassen. Oha. Boah, da ist das Brett runtergefallen. Da haben wir Glück gehabt, ey. Ich dachte schon, das stürzt hier alles ein. So, ein bisschen mit Schmackes. Ja, die Tür ist auf jeden Fall. Heftig. So, das ist hier. Vermute mal, dass wir hier rechts lang müssen. Ja, das war knapp. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Okay, geht's weiter runter. Eieiei. Okay, das Vieh ist aber abgehauen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wie wir da rüberkommen. Also klappt, alles klar. Ich dachte schon nicht, dass wir wieder in die Grube fallen. Dann wäre das Ganze schon wieder für den Arsch. Also eine sehr unangenehme Erfahrung. So, wir haben kein Werkzeug, um die Bretter zu zerschlagen. Wundert mich eigentlich, dass wir das nicht mehr haben. Weil wir hatten im zweiten Level, glaube ich, eine Axt oder ein Brecheisen, irgendwie sowas. Eine sehr unangenehme Stimmung. So, da ist auch schon wieder was lang gekrabbelt eben. Ja, solange die uns nicht angreifen, geht's ja noch. Ich bin mal Schiss, dass hier irgendein Loch ist, wo ich reinfalle. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Maus, die irgendwie durch ihr unterirdischen Gang läuft. Gucken wahrscheinlich auch die ganzen Wurzeln aus den Wänden. Ja, ich hoffe nur für uns, dass wir hier rauskommen. Es ist ja sehr bedrückend, das Ganze. Ah, Treppen. Das heißt, geht wieder bergauf. Okay, dann musste ich eben springen. Da wollte er nicht laufen. Ah, shit. Oh nein. Sind wir wieder runtergefallen, ey. Oh, das ist ja schrecklich. Oh, okay, wir mussten. Oh, das ist ja eine Scheiße hier, weil du siehst auch wirklich fast gar nichts. Ich hoffe, bei der Aufnahme ist das hell genug.
So, jetzt hoffe ich ja, dass wir von Baumstamm zu Baumstamm springen können. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können hier rüber. Ach du Scheiße, und dann sollen wir hier drauf landen. Oh nein, jetzt sind wir ins Wasser gefallen. Okay, aber das scheint auch so in Ordnung zu sein, glaube ich, weil kämpfen. Normalerweise würde man tot sein und man würde wieder von vorne anfangen, aber es scheint zu kämpfen. Das heißt, das war sogar so gewollt. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir landen. Ach, ein alter LKW kommt uns auch entgegen. Ah, da vorne ist Licht, das ist gut. Oh nein, nicht wieder runter. Oh, das ist doch scheiße. Ich will aber nicht nach unten, ich will nach oben. Ach, jetzt geht's hier immer wieder stückweise runter. Ah, Mist. So, geht's jetzt hier weiter? Wieder nach unten? Ja. Umso weiter wir nach unten kommen, umso schlechter werden wir hier rauskommen. Sei denn, wir finden irgendwann einen Fahrstuhl oder sowas. Ja, wir müssen jetzt hier die ganze Zeit runterspringen. Aber was passiert denn jetzt? Ui, das war aber knapp. Das ist ja super, der LKW ist uns hinterher gekommen, hurra. Jetzt glaube ich, bleibt auch wieder nur das Wasser. Ach du Scheiße. Ah, wurde aber Gott sei Dank erschlagen. Ja, I need to run, das glaube ich auch. Tunnel stürzt ihm hier an. So, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen sortieren. Ah! Warte mal. Ach, hier ist ein Secret. Oh, haben wir ein Glück gehabt. Wow, das war wirklich Glück. Ich habe die Balance mich nicht mehr hinbekommen, auf diesem scheiß Balken zu laufen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man sich das mal vorstellt. Wenn der da nicht richtig drauf steht, dann macht der den Klappmann. Okay, gibt's nur eine Wand nach oben. Okay, wir sind auf der falschen Seite ausgestiegen. Das heißt, hier müssen wir lang. Oh nein, ich schon wieder. Ach du heilige Neune. Da hat doch irgendwas nach uns geschnappt. Ah, oh, ist das eine miese Atmosphäre. Oh, hallo, wer bist du denn? Ach du Scheiße. Ja, bleib lieber. Ja, warum läuft der denn immer gleich? Wenn ich C drücke, dann muss ich C gedrückt halten. Nee.
steht immer gleich auf. Der soll aber unten bleiben. Ja, ich glaube, das war auch nicht gut. Also ich drücke C. Ah, jetzt bleibt er unten. Okay. Wahrscheinlich ein bisschen panisch gewesen, der gute Mann. Diese, da links, das wird aber auch nichts. Ich glaube, wir gehen hier lang. Oh, ich sehe ja gar nichts. Ey, das ist ja... Das sind so ein paar rote Lichter. Das war's, was, hä? Boah, ist das dunkel. Wir müssen hier über diesen Stamm laufen, ne? Ja. Ich bin da in die Grube gefallen. Uah. Also, da sind manche Jumpscares gar nichts gegen. Du hast hier so eine dauermiese Atmosphäre. Okay, dass wir da reinfallen mussten, war mir auch neu. Oh. Da ist schon wieder was lang gekrabbelt. Bleibt aber nichts anderes übrig, als hier lang zu laufen. So, hat er Nachtsichtgeräte oder so? Weil ich... Oh. So, da hinten ist was Blaues. Ich vermute mal, da müssen wir lang. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass sie uns hier nicht erhaschen. Ziemlich ruhig. Ruhig und langsam bleiben. Scheiß Würmer. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt geht's geradeaus. Wenn ich jetzt aber an dem vorbeigehe, der guckt mich ja die ganze Zeit an. Das gibt's doch gar nicht. Ich könnte versuchen, außen lang zu gehen, aber ich glaube, das ist schon richtig, dass ich hier lang gehe. Okay, das ist gut. Der hat ein bisschen nach woanders hingeguckt. So, jetzt geht's ja geradeaus. Frage ist natürlich... Ob ich da nicht lieber hier lang gehe. Und dann nach rechts. Jo, wir haben's. Wir sind durch. Alter, war das eine Scheiße, ey. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, jetzt kommen hier auch keine mehr. Oh, was ist das denn? Floß? Shit. Okay, mal gut, dass ich mich geduckt habe. Hab mir schon fast gedacht. Ich hoffe, wir müssen hier nicht schwimmen oder so. Oder springen oder so. Das ah, da kommt der Ausgang.
Ah, alles klar, ich hätte da abspringen müssen. Das Problem ist, ich sehe hier nichts. So, jetzt hier rechts müssen wir dann gleich runter. Hier nochmal durch. Ah. Das ist echt, das hat beim ersten Mal super geklappt, so wie wir gestanden haben. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt auch mal so ein bisschen dann drehen und anpassen. So, und hier jetzt dann rüberspringen. Jo, wir haben es, alles klar. Hier irgendwas anderes noch bewegen? Nee, ne? Er zeigt mir mal ein Zeichen an, dass ich das anfassen kann. Ah, vielleicht können wir es jetzt ziehen. Ne, das haut auch nicht hin. Ah, ich kann einfach rüber. Okay. Ich kann sogar durchlaufen. Kleiner Grafikfehler. Ich habe gedacht, wir können die nochmal schieben oder brauchen die noch. Okay, wieder eine Notiz vom Wissenschaftler. Boah, aber ich muss sagen, in dieser Atmosphäre möchte ich gar nicht erst lesen. Ich möchte einfach nur raus. Ah, was war das denn schon wieder? Irgendwas ist weggelaufen und ich sehe auch nicht was. Ich höre jemanden Treppenstein. Oh, jetzt rennen die ja schon wieder lang. Das ist echt unangenehm. So, jetzt habe ich hier einen Schalter umgelegt. Warum auch immer, aber ich sehe auch nichts. Ich habe auch kein Nachtsichtgerät. Oh. Hallo. Schön, dass du da stehst. Und ich dachte, wer ist das? Warum musst du ihn angucken? Ich hoffe, wir sind hier richtig. Nee, von hier sind wir ja gekommen, ne? Da gibt es ja einen anderen Weg irgendwie. Nee, von hier sind wir gekommen. Hier ist der Wissenschaftler gewesen, genau. Für mich wäre jetzt interessant zu wissen, für was der Schalter war. Hier blinkt das Licht. Gibt's eine Palette? Ist hier noch rein? Nö, irgendwie nicht. So, und hier ist doch... Ah, hier geht's noch lang. Oh. Alter, wie der Typ da steht und du nicht weißt, was macht er? Kommt er auf mich zu? Lässt er mich zufrieden? Im nächsten Spiel bitte mehr Licht. Weniger Typen, die mich anpissen. Und Nachtsichtgerät bitte.
Oh, hört er die Schritte im Hintergrund? Irgendwas läuft hinter uns hinterher oder so. Und Paletten. Boah. Brennen hier Feuer. Wir laufen jetzt auch nochmal. Ah! War das so gewollt oder war ich einfach zu schnell? Gucken, was mich gepackt hat. Wir sind gerade ausgelaufen, ne? Da muss irgendwas gewesen sein, was uns geschnappt hat. Einfach mal so durchlaufen ist nicht. Oh. Das Vieh hat uns geschnappt. Okay. Dann versuchen wir es mal mit Muss ja eine Möglichkeit geben, an dem Vieh vorbeizukommen. Es ist auf jeden Fall ein ekliges Gefühl, wenn es einen mal schnappt. Ich gehe jetzt einfach mal hier am Rand lang. Das sehe ich nämlich auch nichts. Scheint bis jetzt aufzugehen, die Strategie. Ich weiß aber auch nicht, was da jetzt noch kommt, ne? Oh. Ah. Alter, ich erschrecke mich jedes Mal. Es ist so eklig. Okay, aber man kann ja auch im Dunkeln bleiben. Aber im Dunkeln sieht es einen erst recht, das verstehe ich nicht. Hat das Problem denn, das Vieh denn ein Problem mit Licht? Weil wenn ich am Feuer bin, passiert nichts. So, ich renne zum Feuer. Zack. Passiert nichts. Bin ich im Hellen, beim Feuer, passiert nichts. Ich glaube, das Vieh mag kein Licht. Hoffe ich mal. Ja. So, da ist schon wieder ein bisschen blaues Licht. Ich kann... Ah, dieses rote Licht ist echt übel. Obwohl, das glänzt so komisch blau, das ist auch nicht gerade angenehm. Oh, was für eine üble Atmosphäre. Unangenehm. Unangenehm, unangenehm. Uiuiuiuiuiui. Ja, sehr schön, dass du jetzt auch noch ins Wasser gefallen bist. Und ich überhaupt nicht... Nicht hier hoch, ne? Hier versuche ich mal schnell zu laufen. Ah! Alter. Die haben aber einen Arsch offen, oder? Mann, 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 ey. Das ist ein Herzinfarkt. So, jetzt geht's hier lang. Nee, da ist Nebel. Und hier geht's lang. Hier ist wieder alles in Rot. So rote Lichter. Geht's nicht weiter?
Vielleicht müssen wir ja auch das Gas da abstellen. Okay, toll, das kann man hier aufmachen. Kommen wir da rein? Hier drin verstecken? Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr angekrabbelt. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Hier geht sogar auf. Irgendein Vieh krabbelt hier schon wieder rum. Okay, das ist eine blöde Tonne, die mir entgegenkam. Okay, wir haben jetzt hier eine Kiste. Meistens war das dann so, dass das mit einem Schloss verbunden war. Da geht es aber nicht hoch. Dass wir hier ein Schloss öffnen mussten. Vielleicht können wir auch irgendein Vieh einen überziehen. Hinterm Zaun. Oh. Das für ein Typ. Oh, der will uns die Hand reichen. Ich habe keinen Bedarf. Ist hier ein Schloss vor? Ich kann das nicht erkennen, weil das dunkel ist. Scheint nicht so der Fall zu sein. Okay, warum kam das da jetzt raus? Und ich habe dem paar gegeben, okay. Oh, jetzt steht da noch einer. Jetzt betet er mich an, wa? Boah. Ich mach mir gleich in die Hosen hier. Die Windel ist voll, Freunde. Davon könnte ausgehen. Boah. Ja. Alter. Mann, 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 ey. Haben die an einer Mütze? Ey, ich will ja raus, ey. Das ist wirklich so. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid irgendwo gefangen und ihr wollt einfach nur raus. Und ich sehe ständig irgendwo Licht und denke so, ah, da ist Licht, ich will da hin, ich will da hin. So wie jetzt geradeaus, ne? Oh, ich will hier einfach nur raus. Ja, hier kann ich wieder Kisten aufmachen, kann ich mich freuen, ne? Hurra. Ja, die ist sogar noch offen geblieben, ja. Oh, da hinten ist schon wieder einer lang gelaufen. Ich weiß immer nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn ich dahin gehe, wo jemand auch ist. Oder
Weiß nicht, mein Sprachzentrum scheint auch schon wieder zu versagen. Ist auch wieder ein Gitter. Aber ich sehe hier keine Schlösser. Auf jeden Fall habe ich diese komische Tonne da geöffnet und dann guckt mich das Vieh an und ich habe gleich zugeschlagen. Was für ein Reflex. Okay. Ah, hier können wir Gas. Okay, das Gas haben wir damit wahrscheinlich abgestellt. Genau, hier war nämlich Gas. Und es gibt eine Treppe, das heißt, es geht wieder nach oben. Oh, jetzt sind noch so ein blöder Balken. Wollte eben nicht, dass ich da durchgehe und mich ducke. Ich wurde aufgehalten. So, jetzt ist da. Was? Ja, wir gehen aber hier lang. Ey, geile Szene. Alter, leck mich fett. Das zum Schluss noch, ey. Alter, wir sind draußen, ey, geil. Wir werden mit einem Hubschrauber weggeflogen. Woo! Alter, das war der krasseste Level. Der erste und zweite, der ging ja nur, aber der erste mit seinem Telefon, aber der zweite ging, aber der war jetzt hier echt übel. Jetzt sind wir wieder im Bunker und irgendwo im Krankenhaus oder so. So, Level 4 Escape entkommen. Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Das hat mir jetzt erstmal gereicht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Im vierten, ich bin schon mal gespannt, ob wir hier wieder rauskommen. Aber ich sage euch, der dritte eben, das war der heftigste, den ich bis jetzt gezockt habe. Ich glaube, 6 gibt es insgesamt. Freue mich schon auf den vierten Teil. Aber lasst mal ein Abo da, Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.